Der Bileam, der malt sich sein Leben in den schönsten Farben aus. Plötzlich verlässt der Esel seinen Weg. Er macht einen riesen Bogen durch das Feld und der Bileam wird total durchgeschüttelt. Mensch, was ist denn mit meinem Esel los? Bist du verrückt geworden? Ist doch ganz einfach. Einfach nur geradeaus, mein Dern. Einfach nur geradeaus. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Kurze Zeit später, der Weg ist noch schmaler geworden. Weinberge. Auf der einen Seite geht es steil nach unten, auf der anderen Seite weit nach oben. Er reibt sein Bein an einer Mauer und der Esel geht immer dichter an der Mauer entlang. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Du dummes Tier! Kannst du nicht ganz normal weitergehen? Er sieht dich. Ich rate dir, hör mit dem Zirkus auf. Was kannst du was erleben? Schluss mit lustig! Schluss mit lustig, tu es gleich. Renn doch nicht so kreuz und quer. Schluss mit lustig, tu es gleich. Geradeaus ist nicht so schwer. Schluss mit lustig, tu es gleich. Geh doch einfach geradeaus. Schluss mit lustig, tu es gleich. Ich halte das nicht mehr aus. Schluss mit lustig, tu es gleich. Sag mir, was der Zirkus soll. Steile Berge, auf der anderen Seite ein steiler Abgrund. Der Esel bleibt stehen und er geht auf die Knie. Vor ihnen steht wieder der Engel Gottes. Hey, Schluss mit lustig! Das kannst du doch nicht einfach machen! Du kannst doch einfach nicht machen, was du willst! Oh, ich sag dir, hätte ich ein Schwert, hätte ich ein Schwert, ich würde dir den Kopf abschlagen. Ja, das sage ich dir aber jetzt mal ganz bestimmt. Darauf kannst du dich verlassen. Ich lasse mich doch nicht von meinem Esel zum Esel machen. Da hebt der Esel den Kopf und spricht zu Bileam. Mein lieber Bileam, warum hast du mich jetzt schon zum dritten Mal geschlagen? Habe ich dir nicht seit vielen Jahren treu gedient? Und dich überall sicher hingebracht? Die Sonne! Die Sonne! Ich glaube, ich krieg einen Sonnenstich. Mein Esel spricht zu mir! Oh, mein Nerve! Mein Nerve! Ich glaube, ich werde krank! Du bist nicht krank. Du bist dumm und blind und blöd. Du hast den Engel Gottes nicht gesehen. Geld macht blind. Dreimal hat er sich in den Weg gestellt. Ich hab keinen Engel gesehen. Und du willst mir nur was erzählen. Du willst einfach nur von dir ablernen. Was ist denn das? Eine Gestalt! Mit einem Schwert. Ich bin ein Bote Gottes. Gott hat mich geschickt. Ich soll dich aufhalten, denn dein Weg ist nicht richtig. Die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Ohne Esel wärst du tot. Oh. Ich hab dich wirklich nicht gesehen. Okay? Okay, ich will ehrlich sein. Ich wollte wohl beides. Gottes Wort gehorchen und den Traum vom großen Geld träumen. Ich
glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Es tut mir jetzt echt leid. Also ich bin lieber will ich Gott gehorchen, als den Reichtum haben. Echt. Und darum kehre ich jetzt auch um. Kehr um, aber in deinem Herzen. Geh zu König Balak. Aber sage nur das, was Gott dir sagen wird. Was Gott segnet, wirst auch du segnen. Was Gott segnet, ziehe, das sollst auch du segnen. Siehst du? Wer war jetzt hier wohl der Esel? Das ist ja wohl. Was geht, wo geht, 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 was geht, wo geht,